Im Lutherjahr 2017 war es soweit. Die Fusion der bislang eigenständigen Kirchengemeinden Garmisch-Kreinau und Partenkirchen mit Burgrhein, Fachhand und Oberau wird von der evangelisch-lutherischen Landeskirche bestätigt. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hat 70 Jahre früher fusioniert. Warum zögerte die Kirchengemeinde so lange, es der Marktgemeinde gleichzutun? Und wer gab die ersten Impulse für eine Fusion? Ja, Garmisch und Partenkirchen liegen räumlich natürlich sehr nah beieinander. Und klar ist es eine historische Trennung der beiden Gemeindeteile, die es schon seit der Römerzeit, glaube ich, gibt. 1935 sind die dann durch die bevorstehende Olympiade im NS-Regime zwangsweise vereinigt worden. Man merkt es heute noch, dass viele nicht so einverstanden sind. Soweit ich weiß, ist sehr stark der Impuls von der Jugend ausgegangen. Denn Jugendlichen ist es vollkommen egal, ob die Party in Garmisch stattfindet oder in Partenkirchen. Die Jugendarbeit lief seit vielen Jahren schon gemeinsam. Und die Kollegen vor meiner Zeit haben auch stark die Zusammenarbeit forciert, indem sie dann zum Beispiel einen gemeinsamen Gemeindebrief rausgebracht haben und so allmählich Schritte gegangen sind auf dem Weg zur Fusion. Die Fusion wurde nicht von der Landeskirche verordnet, sondern Gemeindeglieder und Kirchenvorstände wünschten sie sich. Wie sieht die erste Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer den Fusionsprozess? Ich stelle fest, dass die Religionsgemeinschaft sehr fortschrittlich ist und sich wirklich sehr bemüht und es mittlerweile ja auch schon vollzogen hat, diese beiden Kirchen zusammenzuschließen. Sie haben alle mitgenommen, sie haben den Prozess nicht überstürzt, haben verschiedene Veranstaltungen jeweils organisiert. Teilweise war ich auch dabei und ich denke, nur so kann es gehen, wenn die Bevölkerung eben tatsächlich mitgenommen wird. Und ich denke, das ist gewinnbringend für unseren ganzen Ort. Die Kirchenvorstände Sieke Willer und Peter Rühl haben den Fusionsprozess hautnah erlebt. Mit ihnen fahren wir auf den Berg Wank und fragen sie, was sie anderen Gemeinden raten, die eine Fusion ins Auge fassen. Ja, ich würde sagen, der erste Tipp war einmal aufeinander zugehen. Wichtig, ganz wichtig, das Ganze ein bisschen gemütlich angehen. Und dann würde ich sagen, einfach Kompromisse auch eingehen. Und das ist ganz wichtig, Kompromisse eingehen, das musst halt im Leben, das musst überall. Und ich finde, das gehört bei so Fusionen, ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich würde auf jeden Fall der Gemeinde ganz viel Mut raten, das zu probieren. Ausdauer, nicht aufzuhören und einfach auch, wenn wir jetzt hier gerade hochfahren, einfach diese Bergfahrt einfach wagen. Und auch wenn es noch mal ein paar Steine im Weg liegen, die kriegt man irgendwie geregelt. Und zuhören, dass man dem anderen zuhört, was für Probleme der noch hat mit dieser Zusammenführung, dass da auch Ängste entstehen, die man auch dann nehmen kann, wenn man wirklich zuhört. Gut, dann gehen wir jetzt sozusagen den letzten Weg. Von einem Gipfelsturm kann man offenbar bei dem Fusionsprozess nicht sprechen. Es war ein stellenweise steiler und steiniger Weg. Wie fühlt es sich an, das Gipfelkreuz erreicht zu haben? Ja, Gipfelkreuz ist natürlich das Nonplusultra bei so einer Fusion. Und wir kennen das bei uns hier in die Berg am besten Zorn, wenn man an einem Gipfelkreuz steht und einen so schönen Blick hat, wie da herum vom Wank. Vom Wank herum sieht man übrigens 400 Gipfel. Also den Überblick habe ich schon manchmal verloren in den ganzen 2 Jahren. Es war nicht immer so ganz klar, wo man hin wollte. Ja, Wolken sind auch öfters einmal aufgezogen. Die waren einmal so, wie sie heute sind. Hell und weiß. Die sind auch manchmal ganz dunkel gewesen. Und da hat man nachher schon als Wolkenschirmer sich engagieren müssen, dass das nachher wieder vorbeigegangen ist. Und das haben wir auch geschafft. Horizont. Ja, der hat sich schon echt ziemlich geweitet, gell? Der hat sich sehr geweitet. Am Anfang war er kleiner und jetzt ist er schon ziemlich weit und ziemlich groß. Die Quelle ist immer der Herrgott. Da geht eigentlich nichts drüber. Und es ist auch schön, dass man sich da immer wieder drauf besinnt. Also ich mache das ja auch gern. Und wo man sich eigentlich schön besinnen kann, das ist dann immer in der Natur heraus und bei uns besonders.
Manchmal muss man auf einen Gipfel steigen, um seine Wurzeln zu spüren.